Willkommen zum dritten Kapitel. Stellen wir uns mal ganz dumm und fragen, was sind Primzahlen? Solche, die man nur durch 1 und sich selbst teilen kann. So haben Sie das vielleicht mal in der Schule gelernt. Aber wie schaut es da mit der 1 selbst aus? Ist die jetzt prim oder vielleicht doch nicht? Alternativ wäre so ein indirekter Zugang wie im Cartoon oben möglich. Bei echten Multiplikationsaufgaben, wo also kein Faktor so eine fade 1 ist, können wir als Ergebnis auch keine Primzahl erhalten. Die Vorsilbe prim bedeutet nämlich primitiv oder nicht weiter zerlegbar und damit ist in der Tat gemeint, dass man 12 als Produkt zweier kleinerer natürlicher Zahlen darstellen kann, die 7 aber nur als 1 mal 7. Man definiert daher sinnvollerweise eine Primzahl als eine Zahl, die ungleich 1 ist und nicht als Produkt zweier kleinerer natürlicher Zahlen dargestellt werden kann. Charakterisieren kann man Primzahlen andererseits auch dadurch, dass sie eben genau zwei Teile haben. Da ist dann klar, dass die 1 nicht mitspielen darf, denn die hat ja nur einen Teiler. Die ersten Primzahlen sind also 2, 3, 5, 7, 11 und so weiter. Wobei, wenn ich und so weiter sage, es gibt kein einfaches Bildungsgesetz, mit dem man immer genau die nächste Primzahl finden kann. Die besondere Eigenschaft der Primzahlen, eben nicht als Produkt zweier kleinerer Zahlen darstellbar zu sein, kann man sich auch ganz gut mit so rechteckigen Punktmustern verdeutlichen. Alle zusammengesetzten Zahlen lassen sich auf unterschiedliche Art als Rechtecke darstellen. Eine Seitenlänge ist dabei ein Teiler und die andere Seite ist der entsprechende Komplementärteiler. Aber für Primzahlen findet man keine solche Möglichkeit, außer die Punkte alle in eine Reihe hintereinander zu setzen, also quasi als Breite für das Rechteck die Zahl 1 auszuwählen. Wie kann man nun alle Primzahlen, beziehungsweise sagen wir mal alle Primzahlen bis zu einer vorgegebenen Grenze finden, wenn es, wie ich vorhin behauptet habe, gar kein einfaches Bildungsgesetz dafür gibt? Wir schreiben alle Zahlen von 2 bis zum Beispiel 100 auf. Da jede zweite Zahl sicher wieder ein Vielfaches von 2 ist, streichen wir nach der 2 jede zweite Zahl durch. Die nächste nicht durchgestrichene Zahl ist dann wieder eine Primzahl. Und das ist in diesem Fall die 3. Jetzt machen wir mit der 3 weiter und streichen eben jede dritte Zahl durch. Die ist nämlich in jedem Fall durch 3 teilbar. Die nächste freie Zahl ist dann wieder die 5. Und jetzt streichen wir jede fünfte Zahl durch. Und dann noch die 7. Und dann haben wir es bis 100 sogar schon geschafft. Alle durch 11 teilbaren Zahlen sind bereits durchgestrichen worden. Denn wenn man 100 durch 11 dividiert, kommt ja etwas heraus, was kleiner als 10 ist. Wäre also eine Zahl durch 11 teilbar, so müsste ja der Komplementärteiler kleiner als 10 sein. Aber unterhalb von 10 haben wir ja schon alle Primzahlen zum Durchstreichen benutzt. Man kann diese Aussage jetzt noch verallgemeinern. Wenn man bis zur Zahl n sämtliche Primzahlen finden möchte, so muss man immer höchstens bis zur Wurzel aus dieser Zahl Streichung vornehmen. Denn größer als die Wurzel kann ja der kleinere von beiden Teilern einer Zahl, gibt ja immer Teiler und Komplementärteiler, nicht sein. Denn dann müsste ja der Komplementärteiler kleiner als die Wurzel sein. Das geht offensichtlich nicht. Es können nicht beide größer als die Wurzel sein. Man kann dann noch fragen, wie die Primzahlen sich so verteilen. Da sind hier so zwei Plots mal angegeben. Angenähert kann man sagen, bis zur Zahl x hat man ungefähr x durch natürlicher Logarithmus von x Primzahlen. Den beiden Kurven, insbesondere der ersten, kann man auch entnehmen, dass es zwischendurch immer mal Bereiche gibt, wo man eine Folge aufeinanderfolgender Zahlen hat, unter denen überhaupt keine Primzahl dabei ist. Diese Lücken können sogar ziemlich groß werden. Das werden wir in den Übungen noch sehen. Vielleicht entscheidender ist der folgende, schon im antiken Griechenland bekannte Satz. Es gibt nämlich unendlich viele Primzahlen. Wir zeigen das hier mit der ganz klassischen Beweisidee von Euklid. Hinter jeder Primzahl findet sich noch mindestens eine weitere, argumentiert Euklid, und deswegen finden sich dahinter sogar unendlich viele. Euklid denkt sich das ungefähr so. Wenn ich mal annehme, 2 und 3 wären die einzigen Primzahlen,
Dann nehme ich diese beiden Primzahlen miteinander mal, kommt 6 raus, und addiere dazu 1, da kommt 7 heraus. Aber diese Zahl 7, die kann gar nicht durch 2 und 3 teilbar sein. Denken Sie mal an unseren Satz zur Teilbarkeit einer Summe aus der letzten Lektion. 2 und 3 teilen ja beide die Zahl 6. Wenn Sie jetzt auch die Summe 6 plus 1 teilen sollten, müssten Sie ja auch die Zahl 1 teilen. Das kann aber offensichtlich nicht stimmen. Man kann sich das übrigens auch am Sieb von Eratosthenes klar machen. Sie streichen ja jede zweite Zahl durch und dann streichen Sie jede dritte Zahl durch. Aber die Zahl, die direkt neben der 6 ist, die kann gar nicht durchgestrichen worden sein, weil Sie sind ja dann 2 weitergegangen und dann sind Sie 3 weitergegangen. Also 1 neben dieser Zahl, die in beiden Durchgängen gestrichen wurde, die ist sicher nicht gestrichen worden, ist eine Primzahl. Anderes Argument, wenn eine Zahl wie die 2 oder die 3 die 6 teilt und diese Zahl, die 2 oder die 3, soll auch die 7 teilen, dann müsste die 2 oder die 3 ja auch die 1 teilen. Dasselbe Spiel können wir aber auch mit 2, 3 und 5 machen. Nehmen wir mal an, das sind unsere einzigen Primzahlen. Nehmen wir die alle miteinander mal, also 2 mal 3 ist 6, mal 5 ist 30 und dann geben wir noch 1 dazu. So kann die entstandene Zahl auch nicht durch 2, 3 oder 5 teilbar sein, weil dann müssten ja wieder 2, 3 und 5 auch die 1 teilen. Oder wieder in der Überlegung mit dem Durchstreichen im Sieb des Eratosthenes. Sie haben die Zahl 30 sowohl beim Zweierdurchgang als auch beim Dreierdurchgang als auch beim Fünferdurchgang durchgestrichen. Mit dem Zweierdurchstreichen sind Sie dann 2 weitergegangen, mit dem Dreierdurchstreichen 3 weiter, mit dem Fünferdurchstreichen 5 weiter. Die Zahl direkt daneben haben Sie auf jeden Fall nicht durchgestrichen. Da müsste eine Primzahl sein. Oder die Zahl müsste vielleicht dann mit 7 oder in einem anderen Durchlauf durchgestrichen worden sein. Man hat nun immer wieder nach Formeln gesucht, die sicher Primzahlen liefern. Sehr bekannt sind etwa die Mersennezahlen, die das nicht leisten. Diese Formel liefert also nicht immer Primzahlen. Mersennezahlen der Form 2 hoch n minus 1 sind nämlich sogar immer zerlegbar, wenn das n da im Exponenten keine Primzahl ist. Das ist ein einfacher Beweis, den können wir für die Übung reservieren. Aber selbst dann, wenn das n in der Formel eine Primzahl ist, liefert der Ausdruck eben auch nicht immer sicher eine neue Primzahl. Bei den Fermat-Zahlen ist es sogar noch schlimmer. Da weiß man, dass diese für alle
n kleiner als 5 eine Primzahl liefern, das ist dann schon eine ziemlich große Zahl, weil Sie da haben 2 hoch 2 hoch n, das wächst sehr schnell. Und man weiß, dass für n von 5 bis 32 auf jeden Fall zusammengesetzte Zahlen herauskommen. Für die besonders großen da, 2 hoch 2 hoch 31 plus 1, da hat man aber zum Beispiel noch gar keine Primfaktorzerlegung. Man hat das auf anderem Wege gezeigt, dass diese Zahl nicht prim sein kann. Ob es dann noch weitere Fermat-Zahlen gibt, die vielleicht doch prim sind, oder ob alle für n größer als 5 keine Primzahlen sind, das ist derzeit ein noch offenes Problem. Außerdem kennt man bis heute keine Formel, die ausschließlich Primzahlen erzeugt. Erst recht kennt man keine Formel, die sämtliche Primzahlen erzeugt. Man weiß nur, dass es unmöglich ist, eine einfache Formel zu finden, die ausschließlich Primzahlen liefert. Also man weiß, dass das nicht mit einem Polynom zum Beispiel funktioniert. Man weiß allerdings nicht, ob es grundsätzlich unmöglich ist, überhaupt eine solche Primzahlformel zu finden. Also man weiß halt viel, was man nicht weiß. Primzahlen sind außerdem die multiplikativen Bausteine der natürlichen Zahlen, und zwar in dem Sinn, dass sich alle zusammengesetzten Zahlen durch Multiplikation mit lauter Primzahlen als Faktoren erzeugen lassen. Ja, so ein paar Beispiele sehen Sie da auf der Folie. 30 ist gleich 2 mal 3 mal 5, 54 ist 2 mal 3 mal 3 mal 3 und die 360, wir können das ja so ein bisschen kompakter hinschreiben, das ist die 2 hoch 3 mal 3 hoch 2 mal 5. Zudem ist es noch so, dass diese Darstellung in Primfaktoren bis auf die Reihenfolge, wie Sie die Primfaktoren aufschreiben, eindeutig ist. Wenn Sie die also der Größe nach sortieren und meinetwegen auch noch in Exponenten zusammenfassen, dann kommen Sie bei einer Zahl immer nur auf eine mögliche Darstellung in Primfaktoren. Das ist ein sehr wichtiger Satz in der elementaren Arithmetik. Der Satz wird sogar manchmal Fundamentalsatz der elementaren Arithmetik genannt. Ich habe den in den Vorjahren eigentlich auch immer bewiesen. Das spare ich mir dieses Jahr aber, denn der Beweis ist, wie das leider bei vielen Existenz- und insbesondere Eindeutigkeitsbeweisen der Fall ist, so ein wenig unintuitiv. Gerade der Eindeutigkeitsteil, bei dem man erst einmal annehmen muss, man hätte zwei verschiedene Primfaktorzerlegungen gefunden und das dann zum Widerspruch führt, der stößt meistens auf eher wenig studentische Gegenliebe. Ich blättere deswegen jetzt über die Beweisfolien einfach rüber und gebe dann einen Link zum Beweis aus einem der Vorjahre herein. Der ist aber ganz sicher niemals Prüfungsstoff. Die verwendeten Hilfssätze, die schauen wir uns vielleicht noch kurz an. Die könnten auch woanders helfen. Erster Hilfssatz: Für jede natürliche Zahl ist der kleinste von 1 verschiedene Teiler eine Primzahl. Zweiter Hilfssatz, das sogenannte euklidische Lemma: Wenn eine Primzahl ein Produkt teilt, dann teilt sie stets einen der beiden Faktoren. Wir hatten vorhin gesehen, dass für gewöhnliche Zahlen das nicht immer stimmt. 16 teilt das Produkt 8 mal 4 ist gleich 32, aber 16 teilt weder den Faktor 8 noch den Faktor 4. Für Primzahlen muss aber einer der beiden Faktoren durch die Primzahl teilbar sein. Auch dafür ist der Beweis auf den Folien drauf. Den können Sie sich bei Wunsch gerne mal anschauen. Aus Zeitgründen spare ich mir den aber in diesem Video und beschließe diesen Teil wie gewohnt mit der Schnitzeljagd.